Einen wunderschönen guten Morgen von der Vergoldungsanstalt Bethmann-Galvanik. Ich wollte mal ganz kurz zeigen, ich habe hier eine Edelstahlscheibe, ein Mordsteil, ja, und das soll jetzt vergoldet werden. Ich möchte mal ganz kurz zeigen, 6,3 Volt, hier das Minus angeklemmt, vorher sauber entfettet, aktiviert, alles zwischen 5 und 6 Volt. Und jetzt fange ich hier das Vergolden an. Ich möchte es einfach mal ganz kurz zeigen, wie schön das aufgenommen wird. Und wie man entsprechend kurz reagieren kann, wenn es zu langsam oder zu schnell geht. Ja, ich fange jetzt mal an bei 3 Volt. Ja, wenn man jetzt so ein Gerät gekauft hat, man ist unsicher, man bekommt einen Auftrag, hat noch nicht so viel Erfahrung, arbeitet hier mal bei 3 Volt. Wie gesagt, ich kann hier anfangen, ich kann da anfangen, ich kann morgen hier vergolden und übermorgen hier und habe am Schluss eine einheitlich, schön gleichmäßig vergoldete Fläche. Also von dem her ist nicht wie Farbe Auftrag, sondern das ist einfach ein Auftrag von einem Gold, aber so, dass durch diese Elektrolyse die Abscheidung immer gleichmäßig ist. Gell? Also nicht so, dass man sagt, man muss jetzt hier mal weitermachen und alles in einem durch, sondern man kann das wirklich, man kann es da Zeit lassen. Wenn ich jetzt 3 Volt habe oder jetzt 3,8 und ich fahre jetzt hier drüber, dann sieht man, es scheint ein bisschen Gold abzuscheiden, aber halt einfach zu wenig. Zu langsam. Das heißt, ich erhöhe jetzt mal auf 4,8, um einfach mal zu reagieren. Oder 4,7, ich zeige es mal ganz kurz, freihändig, vielleicht zittert ein bisschen zu viel Kaffee, ne Quatsch, eine Tasse. So, und jetzt merke ich, ja, es wird schon ein bisschen schneller. Ja? Also kleine kreisende Bewegungen, man sieht, das Gold wird abgenommen. Jetzt könnte ich hingehen und sagen, okay, vielleicht geht es mir auch bei 5,6 oder 5,8 Volt. Bisschen schneller. Ich zeige mal auf der Uhr, es sind 0,4, 0,6 Ampere. Und das ist meistens auch eine sehr gute Arbeitsgeschwindigkeit, wo ich dann vergolden kann. Das heißt, ich fahre jetzt hier kleine kreisende Bewegungen ab. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen wenig Gold auf dem Pad. Das heißt, ich muss nochmal nachtunken. Wer hier zu viel Materialverlust hat, wo sagt, Mensch, das läuft mir jetzt hier runter, ich habe keine so große Plastikwanne und kann das Gold wieder auffangen, um mich dann am Schluss wieder zu verwenden, dann kann man es eindicken. Ne? Ich habe also den Eindicker, einen Gelbildner, da schüttet man das Pulver einfach ins normale Gold, rührt ein paar Mal um und dann wird es so dick wie ein Gelee. Das Gold klebt richtig am Stoffpad fest und dann habe ich keinen Materialverlust. Hat auch den Vorteil, dass das Gold noch konzentrierter ist, weil natürlich viel mehr Goldelektrolyt an dem Stoffpad kleben bleibt und dann geht die Sache auch ein bisschen schneller. Natürlich gibt es auch größere, breite Stoffpads, die sind also in dem Format mit einer breiteren Edelstahlelektrode, wo man natürlich nochmal viel, viel schneller arbeiten kann, wer die Zeit nicht hat. Aber von dem her ist jetzt die Abscheidung sehr, sehr schnell. Ich zeige das jetzt nochmal hier mit dem Verfahren bei 5,8 Volt. Also wie gesagt, traut euch, man kann hier nichts verkehrt machen. Man kann auch nichts kaputt machen. Also es gibt mit der Stiftgalvanik wirklich nichts, was man kaputt machen könnte, wenn man jetzt nicht mit Säure arbeitet. Also wenn ich jetzt vorher irgendwelche Aluminiumteile ganz stark mit Säure behandle und so weiter. Aber alles, was bei mir Stiftgalvanik im Zubehör zu kaufen gibt, ist immer so, man kann es zur Not, wenn es gar nicht mehr funktioniert, abpolieren oder überbeschichten. Wenn man mal was vergoldet hat, Kunde sagt, nö, gefällt mir jetzt nicht, habe es mal anders überlegt, kann ich es wieder farblich in den Urzustand versetzen, dass ich es rückverchrome, versilbere oder mit Platin oder mit Palladium beschichte, was zum Beispiel auch dem Edelstahl sehr ähnlich käme. So kann ich also auch, wenn mal jetzt jemanden ein Autokühlergrill vergoldet hat für seine Zwecke, möchte ihn später verkaufen und jeder sagt, nee, also ein neuer Kühlergrill in Chrom ist ein Kostenfaktor. Also dann kann man den vergoldeten Kühlergrill auch wieder rückverchromen. Das ist sogar sehr einfach, weil auf Gold hält halt nun mal alles. Ne? Also ihr seht, die Vergoldung von so Edelstahl ist eine ganz simple Geschichte. Klar bin ich jetzt ein paar Minuten dran, aber ich habe einen sehr geringen Materialaufwand und das rechtfertigt jede Zeit, jeden Zeitaufwand, den ich hier betreibe, dass ich mich hier halbe Stunde hinstelle und diese Edelstahlplatte vergolde. Ist sowieso ein Showobjekt, das heißt, die Schichtdicke spielt hier auch keine Rolle. Das Ding, wenn einmal montiert ist, wird es wahrscheinlich höchstens mal mit einem feuchten Lappen irgendwie mal ab.